In dieser Klausuraufgabe geht es um ideale Zwei-Komponentensysteme, beziehungsweise um die Diskussion eines Kondensationsprozesses im Phasendiagramm. Die Abbildung zeigt das Phasendiagramm des Zwei-Komponentensystems Sauerstoff-Stickstoff bei Standarddruck. 5 Mol Stickstoff und 5 Mol Sauerstoff werden bei 1 bar und 25 Grad gemischt und isobar abgekühlt. Bei welcher Temperatur kondensieren die ersten Flüssigkeitströpfchen aus der Gasphase und welche Zusammensetzung haben diese? Ein 50-50-Gemisch Sauerstoff-Stickstoff bei Raumtemperatur entspricht einem Punkt hier ganz oben im Phasendiagramm, weit oberhalb der eingezeichneten Temperaturachse. Wenn wir diese Mischung abkühlen, bleibt sie zunächst gasförmig. Wir gehen entlang einer Isoplete nach unten, solange bis wir eine Binodale schneiden. Diese Binodale ist in unserem Fall die Taulinie. Die Taulinie wird geschnitten bei etwa minus 188 Grad Celsius. Dort werden also die ersten Tautröpfchen, die ersten Flüssigkeitströpfchen, kondensieren. Die Zusammensetzung dieser Flüssigkeitströpfchen ist aber nicht 50%, sondern wie die Konode hier grün gezeichnet uns zeigt, schneidet die Konode die andere Binodale, die Siedelinie, bei etwa 80%. Das heißt, diese ersten Flüssigkeitströpfchen sind angereichert am Schwersieder, nämlich am Sauerstoff. 80% Sauerstoff, 20% Stickstoff. So ist die Zusammensetzung dieser Flüssigphase.